Herzlich willkommen hier, vielleicht zum ersten Video auf diesem Kanal. Es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt, denn heute spielen wir was ganz Besonderes, nämlich Stargate Empire at War Pegasus Chronicles. Eine Mod für Star Wars Empire at War. Richtig geile Mod ist das. Ich kann euch schon mal sagen, es ist auch eine neue Karte draußen. Das wird richtig geil. Ja, aber mal kurz zu uns. Ne? Wir haben jetzt einen neuen Kanal aufgemacht, den ihr jetzt seht. Vielleicht der ein oder andere kennt unsere alten Kanäle. Wir haben jetzt einen gemeinsamen Kanal, damit ihr mehr Content bekommt. Auf jeden Fall von uns beiden. Auf diesem Kanal werden bestimmt, also von mir, zweimal die Woche gibt es von mir auf jeden Fall ein Video. Von Survival muss er sich erstmal eingrooven, wie viel er packt und wie viel er macht. Da kommt bestimmt auch in der Woche mal ein Video raus, auf jeden Fall. Ja, darauf könnt ihr euch gefasst machen, um nichts zu verpassen. Gerne diesen Kanal abonnieren. Das würde uns sehr unterstützen. Aber wir haben ja jetzt ein Let's Play gestartet. Natürlich will ich euch nicht mit den Einzelheiten aufhalten, denn da kommt ein extra Video für. So, aber wir wollen jetzt reingehen ins Spiel und nämlich die neue Eroberungskarte, galaktische Eroberungskarte ausprobieren. Denn Stargate-Galaxie. Wir nehmen die Tauri und gehen rein. Ja. Ja, da haben wir schon mal. Willkommen, Colonel. Danke. Dank des Stargate-Programms haben wir große Fortschritte erzielt. Neue Technologien konnten entwickelt werden. Neue Technologien konnten entwickelt, fremde Welten erforscht und Beziehungen zu anderen Kulturen aufgebaut werden. Wir haben viele Verbündete gewonnen, aber uns auch einige Feinde geschaffen. Die Gua'uld sind unsere ärgsten Widersacher, aber auch manch andere fremde Wesen sind uns feindlich gesinnt. Schützen Sie die freien Völker aller Welten vor dem Bösen. Befreien Sie, erobern Planeten und besiegen Sie unsere Feinde. Stoßen Sie auch in andere Galaxien vor. Treiben Sie Handel, sammeln Sie Ressourcen und sichern Sie uns überlegene Technologie. Gutes Gelingen, Körner. Die Tauri siegen, wenn die Waves und Anubis besiegt sind. Mehr Missionen haben wir noch nicht. Das war's. So, okay, wir haben die Erde. Wir können noch eine Einheit bauen. Ja, machen wir doch mal. Dann nehmen wir mal kurz ein SG-Team und ja, fliegen nach zur Alpha-Basis und nehmen die erstmal ein. Oh, Colonel, wir sind soeben SG-1 dem Elite-Stargate-Team begegnet. Sie haben sich uns angeschlossen und werden von nun an im Kampf unterstützen. So, wir haben eine neue Einheit bekommen. SG-1 Elite-Stargate-Team. Bestehend aus Jack O'Neill. Dann haben wir Major Samantha Carter. Dann haben wir natürlich Daniel Jackson. Und natürlich haben wir dann noch Tiak. Ein sehr gutes Team. So, gut. Den Planeten haben wir erobert. Wir können den erstmal ein bisschen aufbauen. Haben wir ja ein paar Ressourcen. Im gleichen Zuge können wir auch nochmal ein paar Schiffe bauen. Ich würde, ja, vielleicht nur ein. So viele Ressourcen haben wir nicht. Ich würde auf Jäger auf jeden Fall. Was haben wir gelernt in diesen Spielen? Jäger sind strong. Jäger sind wirklich strong. Eine Forschungsanlage können wir noch bauen. Machen wir mal. Jäger sind strong in diesem Game. Wir können jetzt mit SG-1 mal kurz so die anderen Planeten abchecken. So, auf diesem Planeten. Ich würde hier, glaube ich, noch eine kleine Schiff. Was haben wir hier? Eine Kaserne oder ein Flugfeld würde ich nochmal bauen. Ich glaube, das ist ganz gut. So, was haben wir hier? Okay. Die Grace. Ich glaube, heißen die Grace? Ich weiß es nicht mal ganz genau. Auf jeden Fall ist das um die Ecke. Das ist schon mal nicht so gut. Wir gehen mal nach Abydos. Abydos ist nichts. Wollen wir da mal ein Stargate-Team hinschicken? Ich glaube, drei Einheiten können wir. Ja. Machen wir mal so einen Stargate-Einsatz.
Okay. Unsere erste Bodenschlacht. Oh, die Wüste. Melde mich wie gewünscht. So. Wir schicken ein Team und Tiag und Daniel. Tendenziell nach da. Eigentlich brauchen wir die Punkte nicht annehmen, weil das bringt uns ja eh nichts. Melde mich wie gewünscht. Einer deiner eigenartigen Scherze. So. Es gibt keine Spuren der Anwesenheit menschlicher Wesen. Was haben wir denn für Fähigkeiten auf jeden Fall? Schnellfeuermodus? Oh, das sieht gefährlich aus, wenn wir hier sind. Wir können gar nicht so weit rausscrollen. So, dann können wir uns mal kurz so ein paar Türme bauen. Wer weiß, ob wir gleich angegriffen werden. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal Unterstützung. Sehr, sehr gut. So. Was ist natürlich... So, Waffenüberladung. Was haben wir denn hier? Was ist das? Okay. Ich glaube, wir haben gerade einen Systemlord umgebracht. Nämlich Ra, glaube ich, war das. So, hier können wir ja mal... wo haben wir denn Jack? O'Neill. Oh, da unten. Ja, der hat, glaube ich, noch eine Fähigkeit. Die können wir jetzt da mal geil drauf einsetzen. C4. Mehr nicht. Mehr Schaden hat das nicht gemacht. Okay, Kater hat noch eine Granate. Was hat Kater noch für eine Fähigkeit? Hacken. Okay. Ach, Kater wirft jetzt die ganze Zeit Granaten. Ach, die wirft jetzt die ganze Zeit Granaten. Wirft die ganze Zeit Granaten. Auch eine sehr special Folge. Was haben wir hier noch? Daniel Jackson, Thors Triumphwagen. Ich habe Spuren verstanden und die Identitäten gefunden. Korrekt. Los weiter. Wieder einer deiner eigenartigen Schätze. Melde mich wie gewünscht. Dieses Ausdrucks ist mir unbekannt. Das ist eine gute Musik. Ich glaube, die kam bei dem Film, wo sie die Tour geholt hat. Also die Quelle der Wahrheit, glaube ich, heißt der Film. Ich bin bereit. Also gut. Wo Colonel Mitchell das Schiff übernommen hat. Oh, die laufen vorbei. Hat er überlebt? Das wäre jetzt mal gut zu wissen. Hat er überlebt? Wieder einer deiner eigenartigen Scherze. Die Bedeutung dieses Ausdrucks ist mir unbekannt. Ich gehe ebenfalls. So, wir gehen mal hier runter. Nimm den Punkt hier mal ein. Okay, wir teilen uns mal auf. So, hier geht mal dahin. Wir müssen noch mal gucken, wo noch Feinde sind. Wie viele können es ja nicht mehr sein. Wenn das der Fall ist, haben wir es mit einer völlig neuen Art von Technologie zu tun. Oh, da waren welche. Warum gehen die denn einfach dran vorbei an unseren Leuten?
Warum gehen die denn mit den ganzen... Warum gehen die denn mit allen an uns vorbei? Warum rennen die an uns vorbei? Warum wollen die uns hier nicht fighten? Na gut, jetzt ziehen sie sich schon mal zurück, weil wir die 3 Punkte eingenommen haben schon mal. Aber es kann nicht mehr viel sein, was die haben. Los weiter. Wieder einer deiner eigenartigen Scherze. Es kann nicht viel sein, was die haben. Zweiter Fahrkrieger. So, Abydos haben wir uns geholt. Bionebel. Und haben wir hier oben Sinmeria. Okay. Können wir uns jetzt eigentlich mal SG1 nehmen und mal gucken, was wir... Okay. Da ist nichts, auf jeden Fall. Dann gehen wir mal... rüber. Okay, konnten wir einfach so einnehmen. Sehr, sehr schön. So, wir können ja mit SG1 mal Ionennebel fliegen. Ich weiß gar nicht, ob wir auch ins schwarze Loch fliegen können. Oh, wir können Textstufe aufbessern. Hier haben wir auf jeden Fall Feinde. Aber ich weiß nicht mal, wie die heißen. Ich glaube, die heißen The Graves oder so. Graves? Auf jeden Fall, das weiß ich leider nicht, wie die heißen. Wo ich den SG1 hätte ich, glaube ich, dahin geschickt jetzt. Wir kriegen 730. Ah gut, ins schwarze Loch. Okay, können wir auch nichts bauen. Okay, dann gehen wir weiter hoch und gucken mal in die uns die Planeten an. P5. S117 oder P55117 und P3X403. Gucken wir uns mal an. Mit SG1. Indem wir noch ein bisschen Geld. Was ist das hier? Eine Förderanlage. Da bauen wir gleich welche. Geben wir uns ein bisschen mehr Geld. Da, 1000er Förderanlage. Hier haben wir ein, hier 4 Gegner. Auf jeden Fall ein altes Attack sehe ich so schon. Und wir gehen jetzt da hoch und gucken uns, was wir da oben vorfinden. Okay, der leuchtet blau. Muss ich da eventuell hin? Wäre denkbar, ne? Der leuchtet ja wirklich kräftig blau. Okay. Ich glaube, das werde ich nicht hinkriegen. Aber den Planeten könnten wir eigentlich... Hier noch eine Förderanlage, bitte. Ich bin schon 830. So, ja, wie gesagt, wir bauen nochmal eine Förderanlage nochmal hier. Dann haben wir Abydos nur mit Förderanlagen zugeklatscht und werden unsere Flotte nehmen und P5S117 frei zu
Das setzt uns ein bisschen unter Druck, aber das kriegen wir schon hin. So, unsere erste Raumschlacht. Oh, ich habe kein Schiff als Startschiff ausgewählt. Jetzt sind wir mit der gesamten Flotte reingeflogen. So, wir haben SG-1, mit dem wir ein Schiff kapern können. Wir haben und tarnen können. Dann haben wir einen Antriebsboost und wir haben ein paar Jäger dabei. Wir müssen mal gucken, ob wir das überhaupt hinkriegen. Wenn ganz gut ist, das alte Attack könnten wir kapern. Mit der Kaperfähigkeit. Ja, bitte das. Und. So, bitte auf das nächste schießen. Drei alte Attacks waren es hier. Eins haben wir gekapert. So, zweites haben wir zerstört. Alle Schiffe drauf machen. Mit der X303 schießen auf die Jäger. Vielleicht können wir die auch vernichten, die Jäger. Und unsere Schiffe übernehmen. Gibt ganz schön Damage. SG-1 müsst ihr immer ein bisschen verteidigen. Ja, müssen wir die Schilde erstmal aufladen. Ja. Okay, es flieht. So. Die Frage ist, ob wir das mit der Attack behalten können. So. Dann gehen wir mal zur Station. Wäre cool, wenn wir es behalten könnten. Erstmal noch hier vorne. Jäger, aber das müssen wir jetzt zerstören. Die BC304 ist das, glaube ich. BC304, genau, die wird. Unser Jäger. Ich vergesse, dass die Pyramidschiffe gut gegen Jäger sind. Ich weiß nicht, ob das reicht, um die Station zu zerstören. Diese Transportschiffe, die machen einen Schaden. Jäger haben die denn noch? Das ist ja krass. Nochmal ein Antriebsboost. So. Ich spawn, glaube ich, in der Basis.
Sehr schön. Schilder sind gleich runter. Schilder sind runter. Das ist gut. Haben leider keine anderen Fähigkeiten mehr. So. Wollt ihr euch mal kurz in diese Transportschiffe? Die könnten scheiße werden. Jäger. Zerstört die Schildgeneratoren. Den Hangar, der Hangar muss weg. Die Schiffe, die spawnen, die sind nicht gut. Und ich gleich zerstören soll den Hangar. So, den Hangar haben wir gleich vernichtet. Hoffentlich. Jetzt ist der Hangar tot. Vernichtet. Wenn wir jetzt die Schiffe zerstören, kommen die auf jeden Fall, spawnen die auf jeden Fall nicht mehr wieder. Da brauchen wir noch zwei. Da haben wir noch eine Gleiterstaffel. So, dann müssten wir den Jäger noch. So, jetzt haben wir keine Gegner. Jetzt können wir mit dem Jäger auch angreifen. Und jetzt haben wir tendenziell die Raumstation Stufe 2 zerstört, so ist das, aber eine Raumstation Stufe 2. So, jetzt bitte alles auf dieses Pyramidenschiff. So, sie leiten den Rückzug an. Wir haben gesiegt. Wir haben gesiegt. Sehr schön. Wir haben 4 Geschwader verloren. B302 und X301 haben wir 2 verloren. Akzeptable Verluste. So. Wir werten mal Tech auf. Können wir hier 9, aber wir könnten. Nicht. Hier können wir auch nichts mehr bauen. So eine Kaserne wäre, glaube ich, mal nicht schlecht. Ein Hauptquartier ist auch gut, aber wir bräuchten mal eine Kaserne, glaube ich. Würde ich mal kaufen, dann können wir auch außerhalb der Erde auf jeden Fall Bodentruppen herstellen. Würde uns auf jeden Fall was bringen. Ich weiß nicht, ob das da oben eine Quest ist oder keine Quest ist. Das sieht aus wie. Oder geht's da. Batalla? Das ist auf jeden Fall. Und das hier unten ist die. Das hier unten ist. Ah, das ist. Das war schon die Uri-Galaxie. Okay, auf der Alpha-Basis können wir jetzt auf jeden Fall schon mal ein paar Soldaten bauen. Ein paar Marines brauchen wir auf jeden Fall. Ein paar Jäger sind uns entkommen gekommen. Brauchen wir auch neue. Dann 50%. Nochmal gucken, wo mit SG1 nach Rohrbahn.
Okay, Sir, Major Carter ist es gelungen, mit Hilfe der Urbaner gelungen, eine leistungsstarken Energiequelle zu entwickeln. Der Prototyp des neuen Naquada-Generators steht uns zur Verfügung. Okay. Ein neuer Generator. Wir haben es geschafft, einen neuen Generator von interstellaren Raumschiffen ist soeben vom Stapel gelaufen. Die E.S.F. Soul. Sie sind ein Prototyp einer neuen Klasse von Trägerkampfschiffen und mit moderner Technologie ausgestattet. Doch bis das bisher größte von Menschen gebaute Raumschiff zu seinem Jungfernflug aufbrechen kann, benötigen wir einige Energiequellen. Besorgen Sie daher einen Naquada-Generator, bringen Sie ihn zur Erde und... Okay. Okay, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Okay. Erforsche die Trägerkampfschifftechnologie, um eine neue Generation von Tiefraumschiffen ausgestattet mit modernster Defensiv und Offensiv zu entwickeln. Kostet ja nur 10.000. Jawohl, habe ich ja gleich am Anfang. Okay, interessant, interessant. Wusste ich nicht, dass sowas geht. Okay. Dann nehmen wir uns jetzt P5S117 ein. Und dafür brauchen wir ein paar Marines auf jeden Fall. Ja, wir auch nochmal drei. Okay, das setzt uns ein bisschen unter Druck, aber das kriegen wir schon hin. Hier bauen wir nochmal ein Hauptquartier auf. Orban können wir auch das Hauptquartier schon mal bauen. Was haben wir hier? Jetzt haben wir ja 7 Einheiten. Machen wir es nicht. Ah, wir können jetzt Raketentrupps bauen. Können wir die auch hier bauen? Ja. Hier sind die aber billiger. Um Weiten billiger. Was haben wir hier? Ein HB 302 Geschwader. Schwerer Bomber. Was ist das hier? Ist ein leichter Bomber. Okay. Und jetzt können wir... BC 304 können wir jetzt auch so bauen. Auch... Geil, auch geil. Da wir jetzt Bodenangriff machen, würde ich 2 Raketentrupps noch bauen und 2 Flugabwehr. Die wollen wir dann hier mit hinpacken. Was können wir hier bauen? Was ist das hier? Thoras Hammer. Okay. Ist das ein Abwehrgebäude? Okay. Könnten wir auch mal bauen. Okay, Orban, was können wir hier noch bauen? Wir können hier eine Fahrzeugfabrik bauen. Haben wir hier irgendwas? Okay. Hier können wir auf 3, für 4.000 können wir auf 3 hochgehen. Vielleicht da nochmal eine von bauen. Weil wir ja nur wirklich keine Flotte haben. So, ich würde hier, wir haben keine Kohle mehr, sonst hätte ich hier noch ein paar bisschen was gebaut. Gut, komm, wir nehmen noch den Raketen, den 2 Raketentrupps mit. Was haben wir hier noch? Special Force. Okay,
Nehmen wir auch mal mit. Special Force. Ja. Okay, ja, ich glaube, ich würde hier die Folge beenden und in der nächsten Folge holen wir uns P5S117 und gucken uns dann noch ein bisschen was an. Ist auf jeden Fall ein cooler Ansatz schon mal. Gut, ich bin mal gespannt. Ich habe von diesem Schiff, was ich von diesem Schiff halten werde, das ist, ich weiß nicht, ich kenne es, also es kam nie in der Story auf jeden Fall, also nie in der Serie oder so vor, aber mal gucken, wie das Design ist. Ich bin gespannt. Ich habe es noch nicht gesehen. Und ja, ja, wir lassen uns mal überraschen. Ich bin mal gespannt, ob es hier auch eine geführte Kampagne geht oder einfach nur die Galaxis zu befreien. Weil in der, ich sag mal, in der Kampagne, die galaktische Kampagne von Systemlords wurde geführt. Du konntest, hast da Aufträge bekommen. So Story-Missionen. Vielleicht kommen die auch noch. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht starten die erst, wenn du so ein bisschen erforscht und dann starten die. Weiß man ja noch nicht. Alles klar. Also gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und gerne den Kanal abonnieren, wenn das noch nicht getan hat, um nichts zu verpassen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.